Willkommen zurück zu Gothic 2, die Nacht des Raben. Ich bin hier auf dem Weg zu den Magiern, zu diesem Teleporter gelaufen und dann ist mir eingefallen, hier wohnt hier noch der Eremit, der die ganzen Steintafeln studiert und gelesen hat. Hey, du. Vielleicht kann er mir ja Fragen beantworten. Wegen der Steintafeln. Soll ich dir beibringen, sie zu lesen? Nein. Und? Wie lebt sich so als Aussteiger? Ich komme klar. Mit den Klamotten... Tja, okay. Der kann mir also nicht weiterhelfen. Naja, ich habe versprochen, ich bin bei den Magiern, wenn es weitergeht. Und naja, ihr seht ja, allzu weit weg bin ich nicht. Ich würde als allererstes zu Saturas gehen. Der hat, glaube ich, da am meisten Ahnung von. Tja. Ardanus möge dich schützen. Der kann mir auch nicht helfen. Vielleicht hätte ich die Steintafel mal lesen sollen, bevor ich es ihm gegeben habe. Hast du welche dabei? Lass uns handeln. Hast du denn Steintafeln dabei? Ring der Krieger, Ring der Lebenskraft. Hast du eine... Ich muss da von unten hergehen, weil wenn ich nach rechts drücke am rechten Rand, dann komme ich an mein Inventar rüber. Blitz, Windhose, Wasserfaust, Verwandlung, Verwandlung, Verwandlung. Ich suche ein Monsterschrumpfen. Aber nö, hast du nicht, schade. Und leider auch keine bunten Steintafeln. Soriordian war, glaube ich, derjenige, der sich mit den Gräbern beschäftigt hat. Der kann mir aber leider auch nicht helfen. Meine Güte. Bleibt mir jetzt echt nichts anderes übrig, als das alles durchzuprobieren. Oder im Internet nachzuschauen. Das finde ich ein bisschen schade, um ehrlich zu sein. Schade wäre das. Nefarius. Auch du hast nichts. Auch dich kann ich nicht befragen. Dann bleibt mir eigentlich nur Myxia. Aha, Moment, Myxia ist doch der mit der Sprache, natürlich. Ha! Ich habe mit Quahodron gesprochen. Dann hast du ihn tatsächlich aus dem Reich der Toten erwecken können? Das ist unglaublich. Ich bewundere diese Erbauer immer mehr. Wer weiß, was sie noch zustande gebracht hätten, wenn sie heute noch existieren würden. Hey, ich will... Ach, nö. Lehre mich die fremde Sprache. Die Sprache der Bauern kennst du ja bereits. Texte, die in der Sprache... Ja, Bringt mir halt irgendwie auch nichts. Der kann mir auch nicht die Fragen beantworten. Mist, ich hätte ja jetzt gedacht, vielleicht kann ich ja jetzt mit Saturas drüber sprechen. Warte mal. Was, nix, immer noch? Vielleicht kann ich ja jetzt mit Saturas sprechen, nachdem ich gesagt habe, dass ich Quahodron erweckt habe. Jetzt ein bisschen dumm, aber... Nee. Ardanus mögt. Ja, okay, vielen Dank. Oh Mann, das ist ja ärgerlich. Wer weiß denn hier sonst noch was über die Welt? Die Piraten? Nee, kannst du knicken. Medarion, du weißt es doch, oder? Ach, nee, ich habe ja auch nichts freigeschaltet mit dem, mit Kronos reden. Myxia war's. Tja, dann bleibt mir jetzt eigentlich nur die beiden Möglichkeiten, alles durchzuprobieren. Was ich ziemlich nervig fände, denn wenn ich es richtig sehe, sind es 6 Fragen, 6 Antworten, wobei 2 davon klar sind. Die Heiler kümmern sich um die Verletzten und ich selber bin ein Totenwächter, sowas ist eigentlich klar. Ich denke auch, dass die Krieger beschützen, ist klar. Hoffe ich jedenfalls. Damit bleiben 3 Fragen und 3 Antworten übrig. Und das macht dann 9 Möglichkeiten, wovon ich schon 2 durch habe. Nee, 6 Möglichkeiten, oder? Wie viele gibt's? Kann ich eine Antwort 2-mal geben? Ja, kann ich. Die Frage ist, kann sie dann gültig sein? Dann sind es potenziell 9 Möglichkeiten. Aber auch das ist mir jetzt ehrlich gesagt ein bisschen zu lang, insbesondere für ein Let's Play. Ich werde hier kurz speichern und einen Schnitt machen und im Internet nachschauen, wie die richtige Reihenfolge ist. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Ich habe die Antworten auf die Fragen. Stell deine Fragen. Welche Kaste von Jakenda ist es, der du angehörst? Das hatte ich schon ganz richtig rausgefunden. Ich bin ein Totenwächter. Die Totenwächter. Wer schützte einst das Volk von Jakenda vor feindlichen Angriffen? Und auch hier lag ich soweit richtig, das waren die Krieger. Die Kriegerkaste. Wer kann mir einen direkten Befehl erteilen?
Das hatte ich beim ersten Mal, glaube ich. Beim zweiten Mal ist das richtig. Das waren die Priester. Die Priester. Wer ist schuld an dem Übel, das über uns gekommen ist? Und das interessanterweise sind nochmals die Krieger. Die Kriegerkaste. Wer hat das letzte Wort im Rat der Fünf? Das war eigentlich auch relativ eindeutig. Also, naja, es hätten auch die Priester sein können oder die Totenwächter wegen letztes Wort und so. Haha. Es sind die Gelehrten. Die Gelehrten. Wer lindert das Leid und versorgt die Kranken? Naja, das ist definitiv klar. Das sind die Heiler. Die Heiler. Wer hat das Portal verschlossen, um die Welt vor den Bösen zu schützen? Und, tja, das weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. Gut, ich vertraue dir und werde dir meine Hilfe gewähren. Ja, dann würde ich jetzt gerne in den Adanos-Tempel. Jetzt hör mal zu, Meister. Ein ganz übler Bursche hat sich Zugang zum Tempel Adanos verschafft. Wenn du mich nicht gleich in den Tempel lässt, ist es vielleicht schon zu spät. Und es geht hier alles den Bach runter. Das kann nicht sein. Der hohe Priester Kardimon und ich sind die einzigen in Jakendar, die wissen, wie man das Eingangstor zum Tempel Adanos öffnet. Tja, dann wird wohl dein Kumpel Kardimon geplaudert haben. Ich sage dir, das Tor war offen. Ich habe es selbst gesehen. Nun, es liegt Wahrheit in deiner Stimme. Ich werde nicht mehr an deinen Worten zweifeln. Das will ich auch hoffen. So nimm denn das Losungswort. Es steht auf dieser Steintafel. Sage die Worte am verschlossenen Tor des Tempels und es wird sich öffnen. Meine Zeit ist abgelaufen. Ich kann dir leider nicht mehr helfen. Doch bedenke, hüte dich vor den Kammern Adanos. Sonst ist es dein sicherer Tod. Moment mal, was ist mit den Kammern? Meine Kräfte schwinden. Leb wohl. Wir sehen uns wieder im Reich der Toten. Hm. Hey, nein, was ist mit den Kammern? Das muss ich wissen. Verdammt. Damit muss ich dann wohl ganz alleine in die Kammern gehen. Und jetzt habe ich auch noch so einen dummen Troll vor mir, von meiner Nase, an dem ich nicht vorbeikomme. Meine Güte. Wie kriege ich den Kleinen? Kann der mich denn hier hauen, hier drin? Er kommt auf jeden Fall nicht rein, so wie ich mir das dachte. Ich guck mal. Jetzt. Troll. Troll. Noch ein kleiner Schritt. Jetzt. Da kann ich ihn anvisieren. Na, noch ein bisschen hier rüber. Na? Wie siehst du denn bitte bald mal an? Jetzt. Tja, ne? Und dann haut der mich. Das hatte ich so befürchtet, dass genau das passiert. Nein? Darfst du nicht. Darfst mich nicht hauen. Okay. Ich bin ja immerhin sicher und kann ihn schleifen. Ich will mal gucken, wie anfällig er für Feuer ist. Naja, immerhin ein bisschen. Aber so richtig gut klappt das nicht. Mann, warum ist der da? Was soll das? So, Fisch. Damit habe ich 51. Und dann noch zwei Beeren. Damit habe ich 61 und dann brauche ich noch genau 300 Lebenspunkte. Und da ich hier nicht in Eile bin, kann ich mir hier ganz gemütlich leisten, die Kleinen zu trinken. 4, 5, 6 und 2 Mana-Tränke. Und dann will ich mal kurz was ausprobieren. Nämlich das hier. Erstmal niesen. So, diesmal hat es geklappt mit Niesen. Ein Geschwindigkeitstrank und geh aus dem Weg. Siehst du? Geht doch. Du dummer Troll. Stehst da direkt am Eingang. Meine Güte. Ich habe doch nur mit dem Toten geredet. Ich habe dir gar nichts getan. Du verfolgst mich einfach und willst mich hauen. Du bist so gemein. Nun, wie auch immer.
Ich habe, mal eben gucken, ob ich das wirklich habe. Nicht, dass ich hier irgendwas übersehen habe, hätte oder nochmal hin muss oder so. Steinhafel des Quarotronen, der Schlüssel zum Tempel Adanos. Alles klar, ich habe es tatsächlich. Das heißt, ich muss jetzt wieder meine Banditenrüstung anziehen. Aber wenn ich die hier anziehe, dann ist der sauer auf mich. Also muss ich erstmal hier weg. So, dann kann ich jetzt meine Magierrüstung aus und die Ravens Garde-Rüstung anziehen. Schärfe des Feuers aus, Gürtel des Schutzes an. Und dann will ich mal eben noch kurz mit den Magiern quatschen, ob es hier nochmal was Neues gibt. Jetzt, wo ich mit Quarotron gesprochen habe. Hey! Das Problem mit dem Tor am Tempeleingang ist gelöst. Hat der Geist geredet? Ja, das hat er. Du weißt also, wie du in den Tempel gelangst? Richtig. Und er hat mir auch verraten, was sich im Tempel befindet. Er sprach von einem mächtigen Schwert und den Kammern Adanos. Bei Adanos? Was sind wir doch für Narren? Wie konnten wir nur so arglos sein? Die Hinweise in den Aufzeichnungen. Es kann sich bei diesem Schwert nur um die Klaue Belias handeln. Wir müssen so schnell wie möglich die Kammern überwinden und die Waffe in unseren Besitz bringen. Was sind die Kammern Adanos? Wir wissen jetzt, dass das Eingangstor nicht die einzige Hürde ist, um ins Innere des Tempels zu gelangen. Im Tempel selbst gibt es drei Kammern, die alle Eindringlinge aufhalten sollen. Die farbigen Reliquien der Erbauer sind der Schlüssel dazu. Nur wenn wir alle Reliquien beisammen haben und die Rätsel auf ihnen lösen, kommen wir ins Allerheiligste des Tempels. Ich weiß nicht, ob Raven die Rätsel des Tempels entschlüsseln konnte. Aber falls dies der Fall ist, haben wir ein großes Problem. Du, wir haben alle. Ich habe dir alle mal gebracht, ich habe nur halt noch zwei übrig. Aber du hast alle. Du hast alle farbigen Steintafeln. Ja, ja, das weiß ich noch. Was ist die Klaue Belias? Sie ist die Inkarnation des Bösen. Belia selbst hat sie erschaffen. Jeder, der sie trägt, verfügt über ein schreckliches Werkzeug der Zerstörung. Je mächtiger sein Träger ist, desto gewaltiger ist die Macht der Klaue. Nur jemand, der stark im Geiste und standhaft in seinem Glauben ist, kann ihrem Bann widerstehen. Jetzt ist mir klar, warum die Erbauer dieses Tal abgeriegelt haben. Sie hatten diese Waffe des Übels in ihre Stadt gebracht und verfielen ihrem Bann. Diese überheblichen Trottel haben sich aus Habgier gegenseitig umgebracht. Die Grausamkeiten kannten kein Ende, bis Adanos Zorn über dieses Land fegte und alles im Meer versinken ließ. Wahrlich, die Schöpfer des Portals taten gut daran, diese Dinge vor dem Rest der Welt zu verbergen. Welch ein tragisches Ende für so eine wunderbare Kultur. Erkennst du jetzt die Dringlichkeit unserer Mission? Raven ist ein starker Kämpfer und verblendet von seiner Gier nach Macht. In seiner Hand wird die Klaue zu einem Instrument der Vernichtung. Er darf die Waffe nicht bekommen, sonst sind wir alle verloren. Was genau soll ich mit den Reliquien im Tempel machen? Wir wissen zu wenig. Doch du wirst ihre Bedeutung hoffentlich erkennen, sobald du im Tempel bist. Tut mir leid, dass ich dir nicht mehr dazu sagen kann. Jetzt liegt alles bei dir. Nimm die Reliquien an dich und begib dich umgehend in den Tempel. Adanos möge dir gnädig sein und uns alle beschützen. Vielleicht ist es ja noch nicht zu spät. Ja, vielleicht. Adanos möge dich schützen. Ah, das klingt so zuversichtlich. Ich liebe das, wenn die Magier so zuversichtlich sind. So, ich muss da jetzt hin. Die Sache ist nur, ich brauche noch nicht mal mehr 2000 Erfahrung. Dann habe ich ein Level mehr. Dann kann ich die nächste Sprachstufe lernen. Und dann kann ich meine ganzen Tafeln lesen, um meine Lebensenergie und so weiter zu erhöhen. Na, hier Geschick. Okay, das ist nicht so gut, aber ich kann ja meine Lebensenergie zweimal, wenn ich es richtig sehe, und meine Stärke immerhin einmal und meinen Zweihandkampf auch einmal erhöhen für knappe 2000 Erfahrungspunkte. Das ist es mir ehrlich gesagt wert, hier nochmal kurz zurückzugehen und ein bisschen Erfahrung zu grinden. Und das will ich jetzt auch tun. Ah, und da bin ich wieder langsam. Verdammt. Wäre auch zu schön gewesen. Boah, es ist plötzlich wieder lahm, ey. Unglaublich.
Ja, wo will ich das machen? Ich würde mal sagen, ich muss ja eh noch das Auge Innos finden. Und da muss ich genau diesen Weg, den man hier auf dem Bild sieht, lang gehen. Zum Glück bin ich ja hier eigentlich schon direkt nebenan. Mal so betrachtet. Das heißt, ich werde mir jetzt nochmal so einen, ne, so einen Geschwindigkeitstrank reinpfeifen. Einfach, weil es dann schneller geht. Wie lange hält der? 5 Minuten, ja, genau bis zum Ende der Folge. Interessant. So, ich gehe jetzt hier hoch und dann gehe ich den Weg der Gläubigen lang. Und dann sollte ich da auf einige Gegner stoßen, hoffe ich jedenfalls, bevor ich zum Auge Innos komme. Bis ich dann leveln kann. Dann lerne ich die nächste Sprache. Dann lese ich die ganzen Tafeln und dann fühle ich mich bereit und gerüstet für den Kampf gegen Raven. Ach, hier richtig, hier haben sie ja den Ring zusammengesetzt, der das Portal geöffnet hat. Ja, ich erinnere mich. Da war was. Interessant ist, dass hier halt plötzlich alles verlassen ist, dass hier keine Gegner reinkommen oder so. Ah, okay, so viel dazu. Ich nehme alles zurück. Alles ist gut. Vielleicht muss ich gar nicht so weit laufen, wenn es hier jetzt neue Gegner gibt. Schauen wir doch mal. Ach, guck mal, eine Blutfliege. Und ein massiver Ruckler. Na, komm her. So ist gut. Blauflieder. Warum habe ich den damals nicht mitgenommen? Keine Ahnung. Gute Frage. Da hinten. Schwarze Goblins. Sehr schön. Auch die schnappe ich mir. So, ich habe zwar keine Ahnung, wie ich den gerade getroffen habe. Aber es hat funktioniert. Ist mir egal. Und da grummt irgendwas links von mir. Ich sehe es nur nicht. Ein Schattenläufer. Moment, aber mit denen kann ich doch mittlerweile umgehen. Ne? Da war doch was. Und so. Ich fürchte nur, er taucht gleich wieder auf. Und dann wird es nämlich ein bisschen knapp. Nein. Ich dränge dich an die Wand. Nein, ich dränge dich an die Wand. Nein! Verdammt. Och, Mist. Okay, wo habe ich gespeichert? Wo habe ich zuletzt gespeichert? Verdammte Axt. Es lief so gut. Und ich habe doch schon den einen oder anderen Schattenläufer besiegt. Mann. Och, nö, jetzt bin ich hier. Ernsthaft? Verdammte Axt. Naja, in 2 Minuten wollte ich die Folge eh beenden. Dann würde ich mal sagen, ist die Folge hier zu Ende und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn ich das alles nachgestellt habe, wieder bei dem Schattenläufer. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin, auf Wiedersehen.